Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine leckere Konfitüre bzw. Marmelade. Und zwar aus zwei Zutaten, ganz ohne Zucker, ganz schnell zusammengemischt, ohne Kochen. Super einfach, müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für die Konfitüre braucht ihr folgende Zutaten, und zwar habe ich hier Erdbeeren. Das sind eben die Erdbeeren, die ich vielleicht nicht mehr für einen Kuchen benutzen würde, weil sie nicht mehr ganz so schön sind. Deshalb mache ich daraus eine ganz schnelle Konfitüre. Ihr könntet zum Beispiel auch andere Beeren verwenden, wie Himbeeren, Brombeeren und so weiter oder eine Mischung daraus. Dann braucht ihr entweder Leinsamen oder Chiasamen, und die sorgen dafür, dass das Ganze bindet, weil die ja eben aufquellen in der Flüssigkeit, wenn wir das Ganze dann pürieren. Und das sorgt dann eben für diesen Klebeeffekt und ersetzt uns den Gelierzucker. So bekommt ihr ganz ohne Zucker, nur mit der Süße der Früchte, eine Konfitüre, die super lecker schmeckt, auch noch gesund ist und total einfach gemacht ist. Als kleiner Tipp noch, wenn ihr Erdbeeren kauft, dann sind die ja meistens in so einer Plastikverpackung. Nehmt die da immer als erstes raus, wenn ihr nach Hause kommt, und gebt die in solch ein Sieb und so in den Kühlschrank, denn dann bekommen sie von allen Seiten Luft und schimmeln nicht so schnell, als wenn sie in dieser Verpackung liegen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, diese Konfitüre zuzubereiten. Entweder alle Sachen in den Mixer und einmal durchpürieren. Dabei kann es aber sein, dass diese Sachen hier nicht richtig fein gemahlen werden, also noch ein bisschen stückelig sind. Wenn euch das nichts ausmacht, dann ist es vollkommen okay, das schmeckt genauso gut. Aber wenn ihr das richtig schön samtig haben möchtet und keine Stückchen drin, dann gebt zuerst diese Chiasamen oder Leinsamen in euren Mixer, malt es zu Mehl und danach gebt ihr dann die Erdbeeren hinzu oder die anderen Beeren eurer Wahl, und dann wird die Konfitüre samtiger. Und so schnell habt ihr Konfitüre hergestellt, super einfach, ohne Zucker vor allem. Je süßer dann die Früchte sind, desto besser natürlich, desto süßer wird euer Aufstrich. Das Ganze könnte man auch noch verfeinern, mit Vanille zum Beispiel oder Tonkabohne, schmeckt auch sehr lecker. Und man merkt auch, es dickt richtig schnell an. Das Ganze werde ich jetzt in saubere Gläser einfüllen und dann im Kühlschrank lagern. Und dort hält es vielleicht so 2 Tage, also nicht so lange natürlich wie gekochte Marmelade. Aber ihr könnt es zum Beispiel auch als Soße verwenden, über Pancakes oder in den Müsli reingeben, zum Beispiel zum Joghurt, dann habt ihr einen Erdbeerjoghurt gestaltet und so weiter. Also es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten dafür. Statt Butter verwende ich heute Cashewmus. Was auch sehr lecker schmeckt, ist Erdnussmus oder Mandelmus oder Haselnussmus. Super lecker und ein toller Butterersatz. Obendrauf kommt eine dicke Schicht von der selbstgemachten Konfitüre und dann könnt ihr euren Toast schon genießen. Und so schnell und einfach habt ihr Konfitüre selbst gemacht, ganz ohne Kochen, ganz ohne Zucker, super gesund, viel gesünder als die ganzen Konfitüren, die man im Supermarkt kaufen kann. Und wichtig ist immer, je süßer die Früchte, desto reifer sind sie ja und desto süßer wird dann schlussendlich auch eure Konfitüre werden. So, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, und wenn ihr noch die ganzen Mengenangaben sucht, die stehen wie immer auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut da mal vorbei. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob es euch geschmeckt hat. Ich freue mich jetzt, hier gleich meinen Toast zu essen. Ich hoffe, ihr seid motiviert, das mal auszuprobieren. Und wenn ihr ein Foto davon macht und es mir schicken möchtet, dann geht es am besten über Instagram und da am besten über den Hashtag Frau Jannik. Ich gehe jetzt frühstücken. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.